Tja, Bowser, das war's für dich. Wir haben dich besiegt. Yoshi! Nein! Yoshi versinkt in der Lava! Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario Maker 2 hier auf Katze. Dieses Level, meine Lieben, ist das Unterwasser-Level Iggy von Brunior. Lieber Brunior, ganz herzliche Grüße und danke für die Einsendung deines Community-Levels. Vorab schon mal die Info für euch, falls ihr möchtet, dass ich euer Level im nächsten Video spiele, dann schreibt hier in die Kommentare euren Levelcode rein. Denn nur die werden für das nächste Video berücksichtigt. Also die Codes unter diesem Video. Jetzt geht's aber los. Wir wollen mal sehen, welche Community-Level heute von euch warten. Unter anderem dieses Iggy-Level mit dem Knochenhund. Mit dem Kettenhund, entschuldigt. Nicht Knochenhund. Kettenhund. Aber, oh, komme ich hier weiter auch nicht unbedingt. Wie es scheint, muss ich tatsächlich da einmal durch bei Iggy und dem Kettenhund. Das wiederum bedeutet allerdings, dass ich Yoshi fallen lassen muss. Oh nein, lieber Yoshi, es tut mir leid. Warte hier und ich komme vielleicht irgendwann wieder. Vielleicht auch nicht. Ich meine, ich kann mit Yoshi da nicht durchlaufen. So, muss ich ihn besiegen oder? Oh, ich muss ihn sogar besiegen. Ich habe nur ein bisschen Angst vor dem Kettenhund. Der kann so... Upsala. Der kann sich nämlich verhältnismäßig schnell bewegen unter Wasser, wenn er mal zuschnappt. Oh, Iggy hat seinen eigenen Hund besiegt. Okay, mir soll's recht sein. Mir soll's recht sein. Wow, 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 wow. Oh, sehr gut. Gerade noch einen Pilz erwischt. Und jetzt... Oh, da kommt sogar hoch. Okay, das kam unerwartet. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. So... Und der letzte Treffer. Ich hab den Schlüssel. Bloß raus hier. Hallo Goomba, was machst du denn hier? Oh, noch einer. Wir gehen schwimmen. Wir lieben es zu schwimmen. Schwimmen. Ja, macht mal schön weiter. Macht mal euren Tauchgang. Ist ja mehr als schwimmen. Ihr seid ja am Tauchen, meine lieben Goombas. Ab durch die Röhre, die ins Nichts führt. Aber da ist zumindest das Ziel. Also kann es nicht so verkehrt gewesen sein, da durchzulaufen. Schönes Level. Und ab geht's zum nächsten. Das nächste ist von Leotendo YouTube oder YT. 2-3 Bumbums Geisterhaus. Ab geht die Post. Nein, 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 den Pilzen will ich noch haben. Nein, hoppsa, nein, nein, cool. Boah, das ging gerade noch... Das ging gerade noch mal gut. Wisst ihr, jetzt habe ich das so bravourös noch gemeistert mit dem Wandsprung. Und dann schaffe ich es nicht, auf diesem Ziegelstein zu landen und falle einfach in die Tiefe. Okay, ja, passiert, oder? Ab geht's. Wow, das sind aber viele Manchas. Bloß nicht beißen lassen. Und plötzlich sind wir nicht mehr im Geisterhaus, sondern in der staubtrockenen Wüste. Sehr interessant. So, Moment. Feuerblume nehme ich natürlich mit. Ein extra Power-Up kann ja nicht schaden. Vielleicht kommen ein paar Gegner auf mich zu, die ich direkt mit meiner Feuerblume, mit meinen Feuerfrikadellen besiegen kann. Aber, oh, okay, okay. War es notwendig, den On-Schalter zu drücken? Also, ich hoffe nicht. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Nicht, dass ich dann im nächsten Abschnitt irgendwas brauche, nämlich den Schalter, den ich dann vielleicht nicht mehr aktivieren kann. Oh, hallo, Bum Bum. Ach so, du, stimmt, das ist ja dein Geisterhaus, mein Lieber. So, dann komm, dann hau ich nochmal schön auf den Putz und volle Karacho, yay! Wir haben den Schlüssel erhalten und können somit das Geisterhaus nahezu verlassen. Komm, wir nehmen jetzt hier noch dieses Schlangenelement und landen im Ziel. Ein Extra-Leben für uns. Oh yeah, Mario Time. Roys Festung der 1000 Dornen von Yoni 8000. Okay, Luigi, wir brauchen auf jeden Fall deine Unterstützung. Zeig, was du drauf hast. So, ja, 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 schnell weg hier. Ui, 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 ui. Und ab durch die grüne Röhre. Wo sind wir jetzt? Noch mehr 1000 Dornen. So, gut Ding will Weile haben. Nicht übertreiben, nicht zu schnell. Aber bekanntlichermaßen auch nicht zu langsam, oder? So, okay, okay, da wird nochmal attackiert. Nein, stimmt.
Das hätte ich beachten sollen. Aber da war ich wohl zu übermütig. Ja, manchmal bin ich zu schnell unterwegs. Aber bisher bin ich ja ganz gimpflich durchgekommen. Oh, Moment, Moment. Moment, da ist ein Geheimnis, oder? Tatsächlich. Was ist das hier? Oh, das ist ein cooler Bonusbereich. Sehr, sehr toll gedacht. Ganz, ganz liebe Grüße und Daumen hoch dafür. Also nicht für das Video, sondern wirklich für dieses Level und für diesen Bonusbereich. Weil das war ja so ein kleiner Schmankerl für den Spieler, wenn er den versteckten Block findet. Weil er dann dadurch dort nach oben kommt. Und das war jetzt für mich reiner Zufall. Cool. Nächster Bereich. Zack. Okay, Achtung. Da wird einmal sowas genutzt. Kann man eigentlich, wenn man eine eigene Superwelt baut, weiß das jemand von euch, auch andere Exits einbauen, dass man zum Beispiel, wenn man einen Bonusabschnitt geschafft hat, dass man dann auf der Karte irgendwo anders rauskommt? Wisst ihr, was ich meine? Es gibt auch Mario-Spiele, in denen es mehrere Exits gibt, also mehrere Ausgänge. Also ich weiß nicht, ob das für uns möglich ist als Levelbauer für eigene Superwelten, aber das wäre extrem cool. So, das wäre für mich so ein Ansporn, Bonus-Level einzubauen oder Bonus-Abschnitte, so versteckte Abschnitte. Naja, wie auch immer. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, selber so ein Bonus-Level zu machen oder so ein Bonus-Abschnitt, so ein gut versteckten, mit ganz, ganz vielen Münzen, so wie so eine Schatzsuche für Mario und Luigi. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hat da ja jemand von euch eine coole Idee. So, dann drücke ich noch den Schalter da oben. Der steht nicht umsonst da oben. Das wird bestimmt wichtig sein. Ah, natürlich. Jetzt kommen wir hier wieder raus. Und dann... Oh, oh, okay, okay. Spannend. Sehr, sehr cool gelöst. Mit dem Stachelhelm. Oder Stachelpanzer auf dem Kopf sozusagen. Coole Sache. Nächstes Level. Gold Bowser. Mit dem Titel Cooperling-Jagd. Besiege alle Bowser Juniors. Zwei Stück sind es in diesem Level. Und die kriegen von mir jetzt natürlich die volle Breitseite. Mit Yoshi, Feuer Mario und der Clownskutsche. Kann man hier durch? Oh ja, kann man tatsächlich. Okay, da ist es eine Abkürzung. Kann aber auch sein, dass ich jetzt die ganzen Bowser Juniors überspringe. Volle Kraft voraus, wir machen unser Bestes oder wir geben unser Bestes. Hallo? Da ist das Ziel. Aber vorher müssen wir zwei von den Juniors besiegen. Oh, da ist schon der andere. Okay. So. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Hey, wo ist der andere? Komm mal hier rüber. Hier drüben wird gekämpft. Nein, Yoshi. Ich habe Yoshi verloren. Yoshi, wir retten dich gleich. Oh, der eine ist schon platt. Beide sind platt. Ich habe es also geschafft. Ab ins Ziel mit uns. Das war's für dich, Bowser. Auf nimmer wie. Yoshi, nein! Yoshi ist in der Lava versunken. Oh nein, es tut mir so leid. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Weiter geht es mit Martendo, Yoshi vs. Bowser und Bowser Jr. Besiege alle Bowsers, in dem Fall glaube ich nur Bowser Jr., um das Ziel zu erreichen. So, los geht's. Ich bin wieder mit einem Yoshi ausgestattet. In diesem Video ziemlich oft mit Yoshi unterwegs. Ja, Vorsicht. Und jetzt... Oh, Mann. Achtung, macht mal Platz hier. Jetzt Feuerkraft. Oh, von allen Seiten attackieren sie uns. Und ich treffe sie einfach nicht. So, hey, hey, hey. Nein, meine Clownskutsche ist jetzt gesperrt. So, das ist nicht einfach. Achtung, okay, jetzt volle Kraft voraus. Zack, zack, zack. Wow, 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 wow. Immer schön langsam. Von oben wie auch von unten wirst du attackiert. Unten mit den ganzen Panzern und oben die Feuer, ja, wie sagt man da? Das gespeite Feuer, der Flammenwurf, die Glut in der Luft, wie auch immer. Oh, wir haben einen besiegt. Und es war Bowser. Jetzt haben wir noch Bowser Jr. Das sollte allerdings kein Problem sein, wenn ich sowieso nur einen besiegen muss, um... Nein, stimmt. Nur wenn ich Bowser Jr. besiege, darf ich raus. Von Bowser habe ich den Schlüssel bekommen und Bowser Jr. muss ich besiegen, um das Level beenden zu dürfen. Aber von hier draußen ist es kein Problem. Da habe ich auch Ruhe. Da kann mich kein grüner Panzer treffen. So, komm mal ein bisschen runter, mein lieber Freund. Der weicht aber auch gut aus. Ey, Yoshi!
Stopp, stopp, Yoshi. Komm jetzt, hör auf zu laufen. Oh, gerade noch ausgewichen. Und wie viele Treffer verträgt er denn? Eieiei. Nein, Yoshi. Egal. Wir haben es ja geschafft. Zack. Yoshi, nein. Heute landen alle meine Yoshis in der Lava. Das Video ist wie verhext. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nächstes Level von Yona Jaguar. Big Carrot. Sammle alle Münzen, 5, und erreiche das Ziel. Ein Mario Kart Level. Okay, wum, wum, wum. Was geht? Oh, 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 was, was? Okay, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Ich muss, wie ihr sehen konntet, auch im richtigen Moment springen. Alles klar. Also, ich mache mich auf einen Sprunglevel. Gefasst. Hey, hey. Oh, 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 oh. Ja. Oh, okay. Da hatte ich jetzt sehr viel Glück. Wir haben es geschafft. Weiter geht es mit Hagebau 1, 2, 3. Die alte Wüste. Wir sind in einer alten Wüste mit ganz vielen Galumbas. Hallihallo, meine lieben Gumbas, Galumbas, Käfer, so heißen wirklich diese komischen Dinger. Und da oben ist Lemmy. Lemmy, vielleicht kommen wir später noch zu dir. Ja, und die Pockys, die dürfen wir auch nicht vergessen. Das sind diese Kakteen, die gelben Kakteen, die sich bewegen können. Toll. Irgendwie volle Kanne in so einen Mancha reingelaufen. Na, Prost, Mahlzeit. So, was haben wir hier noch Schönes? Eine 10er-Münze und noch eine 30er. Upsala, zu weit gelaufen. Nicht so schlimm. Dann geht's hier nochmal durch. So, ganz vorsichtig. Den gehen nehmen wir mit. Und zack. Und der nächste Abschnitt wartet schon auf uns. Da oben ist noch eine 50er-Münze. Also kurz nach oben springen und auf die Schwimmreifen. Dankeschön. Zack. Und, oh nein, der hat mich erwischt, weil er gerade fertig gezappelt hat, um dann wieder aufzustehen. Hallo, Lemmy. Ja, Mensch, mein Guter. Alles klar bei dir? Lange nicht gesehen, mein alter Freund. Hier, einmal voll den Gegner auf den Kopf bekommen. Und Treffer Nummer, ouch, Nummer 2. So, 1, 2, 3 und... Alle guten Dinge sind drei, mein Freund. Zack. Wir haben den Schlüssel bekommen und können uns verabschieden. Zumindest für dieses Level. Denn das nächste Level steht in den Startlöchern. Mario 4615. Kreissägenalarm. Okay. SOS, Kreissägenalarm. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. So, das haben wir schon mal gut gemacht. Oben. Und uiuiuiuiui. Okay, okay. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, nein, 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 nein. Okay, schnell weg hier, nein. Oh, 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 ja, ja. Das ging gerade noch mal gut. Hätte auch schief gehen können. So, noch mehr Kreissägen. Uah, lass dich bloß nicht treffen, lieber Mario. Hier, oh, da nehme ich den Propellerhelm. Der ist definitiv das Beste, was man in so einem Level haben kann. Mit so vielen Abgründen. Und schon wieder ein Yoshi. Ja, heute spiele ich irgendwie nur Level, die fast immer Yoshis beinhalten. Aber auch schön. Richtiges Wiedersehen mit Yoshi. Und zack, geschafft. Sehr cool. Und Yoshi ist diesmal nicht abgestürzt. Jetzt kommt das Level von Trix. Real. 2-2, die drei Türen. Ja, Trix, ich habe mir jetzt ein Level rausgepickt. Ich hatte von dir ja die Baumeister-ID. Ich bin mal gespannt, was du hier Schönes für uns gezaubert hast. Ah, ich liebe allein die Musik. Weil ich mit dem Spiel aufgewachsen bin. Super Mario Bros. 3. Das ist so ein tolles Spiel. So, es gibt drei Münzen zu finden. Ich weiß nicht, ob die relevant sind. Aber vielleicht wichtig, um das Level zu beenden. Und hier stecke ich jetzt erstmal fest. Na, toll. Dann warten wir eben, bis das Wasser wieder steigt. Daumen drücken, dass es klappt. Trubidi, Trubida, geschafft. So, da unten ist noch eine 10er-Münze und eine Röhre. Wohin führt diese Röhre denn wohl? Ah, in einen extra Abschnitt, wo es eine Blume für uns gab. Ist ja ganz nett. Und da kommen wir zum 10er. Ja, cool. So. Ich sammle jetzt nicht alle Münzen ein. Jetzt geht es durch die hellblaue Röhre. Wobei die hellblaue Röhre einfach die blaue Röhre ist in Super Mario Bros. 3. Und dann drei Türen. Ich nehme mal die. Was haben wir hier?
Moment, da ist noch eine Wand, die man kaputt machen kann. Das weiß ich allerdings nur durch den Abenteuermodus des Spiels. Da gab es immer wieder solche Level. Ansonsten sehe ich das im Kreativmodus gar nicht mehr, dass man irgendwie die Wand mit Hilfe eines Koopa-Panzers oder eines Käfer-Panzers kaputt machen kann. Da vorne, das sieht auch eindeutig aus. Einmal den Panzer reinwerfen und zack, verschwindet der Mancher. Ich komme zu Schlüssel Nummer 2. Krieg ich den dritten Schlüssel vielleicht durch die dritte rote Münze? Wir werden sehen. Nächste Tür für uns. Und zack, 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 alles einsammeln. Und Schritt für Schritt nach oben. Was gibt es hier? Zehnermünze. Oh, fehlt uns irgendwo eine rote Münze? Habe ich irgendwas übersehen? Oder kommt die noch? Ich bin gespannt. Also ich würde fast schon vermuten, dass ich sie verpasst habe. Aber wir werden sehen. Übrigens sehr fair gestaltet, dass man an der einen Stelle, an dieser Übersichtsstelle mit den drei Türen, dass man da wieder einen Pilz bekommen kann. Finde ich cool, finde ich fair gestaltet. Gerade für Neulinge, die dann irgendwelche Welten oder Level spielen von anderen Leuten. Ja, das ist dann nicht so eine hohe Frustration, sondern man kann es tatsächlich durchspielen. Und deswegen großes Lob. Finde ich toll. Also, großes, gutes Vorbild. So, da oben ist tatsächlich die letzte rote Münze, womit ich alle vollständig habe. Mal sehen, wofür ich sie... Oh, es gibt tatsächlich vor dem Ziel eine optionale Tür. Sehr cool. Ein Bonus. Sehr, sehr toll gemacht. Meine Lieben, tippt auf dieses Video. Ich wette mit euch, dass es euch ebenfalls gefallen wird. Bleibt katztastisch.